Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Sammler. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Ja, und mit ein wenig Verspätung möchte ich euch heute trotzdem noch Captain America Civil War in Zafi Exklusiv Steelbook präsentieren. Das Ganze kam übrigens bereits schon am 5.9.2016 raus. Zu einem Kaufpreis von ca. 30,25 Euro inklusive Versandkosten. Und der Zoll kommt bei dem einen oder anderen dann, denke ich mal, auch noch mit drauf. Und der Grund, weshalb ich euch dieses Steelbook nun trotzdem nachträglich noch präsentieren möchte, ist, denn am 6. Oktober, also am 6.10.2016, kommt in Deutschland das komplett identische Steelbook bei uns noch raus und kann auch dann schon vorbestellt werden zum Zeitpunkt dieses Videos. Und ja, hier in diesem Zafi Exklusiv Steelbook befindet sich auf der 3D Blu-ray kein deutscher Ton, allerdings auf der 2D Blu-ray ist ein deutscher Ton enthalten. Das wäre es zu den Informationen und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das wunderschöne Steelbook mal etwas näher an. So, nun schauen wir uns das Steelbook mal etwas näher an, welches übrigens im J-Card Schuber daherkommt. Das heißt, wir haben hier eine komplette Karte und hier vorne so ein Viertelteil. Das zeige ich euch gleich noch, das kommt erstmal zur Seite, denn wir beginnen natürlich mit dem Steelbook von der Frontansicht. Und das Ganze ist hier übrigens im Matt-Optik-Design, das heißt nicht besonders fingerabdruckempfindlich. Und die Farbenkontraste könnt ihr wirklich sehr gut erkennen, sind sehr, sehr dunkel gehalten. Es ist wirklich extrem entsättigt hier. Wenn wir das Ganze mal aus der Nähe etwas besser betrachten, seht ihr, Details geht noch, okay, kann man so hinnehmen. Und trotzdem sehr, sehr dunkel, aber das Besondere an diesem Frontdesign ist dieser Riss, der ist hier komplett durchgehend, hier komplett geprägt, richtig massiv geprägt. Kann man wirklich sehr, sehr gut sehen hier, das Ganze wirklich richtig cool gemacht. Das wertet das noch etwas auf, aber dennoch wirklich sehr, sehr dunkel gehalten. Von der Seite sieht das dann so aus, da haben wir hier wieder die Charaktere in so kleinen Bildern zu sehen, statt dem Filmtitel, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Und auf der Rückansicht haben wir dann ein Hochglanzdesign, das ist wirklich ziemlich unüblich, also ich habe das noch nicht so oft gesehen, die Vorderseite matt und hier Hochglanz. Und hier sind die Farben wirklich sehr, sehr gut gelungen, wirklich sehr satt und kräftig. Und das ist auch nicht zu dunkel gehalten, wirklich sehr, sehr cool und auch bis auf diesen kleinen Aufdruck hier wirklich frei von irgendwelchen Logos und Beschriftungen. Und wenn wir das hier zur Seite neigen, seht ihr die Funken hier, das fängt alles wirklich wunderschön an zu leuchten. Und auch das Schild hier von Captain America ist wirklich sehr, sehr am Funkeln. Das ist übrigens meiner Meinung nach hier der Rohling, der hier durchkommt, der hier als Stilmittel verwendet wurde, um das Ganze zum Glänzen zu bringen. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr cool aus, gefällt mir extrem gut, auch hier unten so kleine Applikationen, wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich noch von innen neben an und ihr seht es schon, blau macht glücklich. Ja, in diesem Fall ein langweiliges Disc-Design. Wir haben hier die 2D Blu-ray und die nehme ich an der Stelle einmal für euch heraus. Und dann haben wir noch die 3D Blu-ray, die ist auch wunderschön blau gehalten. Und ja, das wäre es zu den Discs. Und das Inlay, ihr seht, es ist wirklich genial. Es gefällt mir extrem gut. Es ist komplett durchgängig durch das ganze Steelbook hindurch. Und auch die Farbenkontraste sind wirklich gut gelungen. Trotz der Plastik kann man hier wirklich sehr, sehr gut das Inlay-Motiv, welches hier gewählt wurde, erkennen. Und also auf mich wirkt es, als wenn das so einen ganz minimalistischen Comic-Style hat, das Ganze hier. Und es sieht wirklich richtig bombastisch geil aus. Also wirklich Daumen hoch für das Inlay. Richtig super ist das hier geworden. Und ja, das wäre es dann zum Steelbook an sich. Und wir schauen uns jetzt nach einem ganz kurzen Cut mal die J-Card an. Ja, und der J-Card Schuber, der sieht dann so aus, wie anfangs schon erwähnt, hier vorne ein Viertelteil. Und dann haben wir diese große Backpaper-Karte hier. Und auf der Rückseite seht ihr natürlich hier oben den Beschreibungstext, worum es in dem Film geht. Logischerweise dann in Englisch gehalten mit ein paar Charakterbildern. Und dann haben wir hier noch die Angaben zu dem Bonusmaterial, welches hier auf den beiden Datenträgern enthalten ist. Und natürlich noch die Angaben einzeln aufgelistet zur 3D und 2D Blu-ray. Da könnt ihr ganz eindeutig erkennen, dass hier auf der 2D Blu-ray dann ein deutscher Ton mit enthalten ist. Und natürlich hier noch der EAN-Code. Ja, und das wäre es dann zum J-Card Schuber und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder auf der Endcard.
Ja, meine lieben Filmfreunde und Sammler, das war mein Unboxing-Video zu Captain America im Zafi-Exklusiv-Steelbook. Und ich hoffe wieder einmal, dass ich euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen oder informieren konnte. Und sollte dies der Fall sein, dann gebt ihm doch bitte ein Däumchen nach oben. Und schaut auch gerne unten in die Infobox, da findet ihr alles Wissenswerte, was ich bereits in dem Video schon angesprochen hatte. Zum Beispiel wäre da der Kauflink zu Amazon, zu der deutschen Steelbook-Veröffentlichung und natürlich noch die Bilder zu diesem wunderschönen Steelbook, die ich dann innerhalb der nächsten Tage dann für euch auf meiner Homepage hochladen werde. Und natürlich noch eine Editionsreview, die dann auf Collectors Junkies hoffentlich dann bald freigeschaltet sein wird, ja, wenn ihr dieses Video seht. Und ja, ich wünsche euch natürlich wieder einmal einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr mein Unboxing-Video angeschaut habt. Ich bin raus aus dem Video. Macht's gut. Ciao, ciao.